Sachen sind alle weggeräumt und wir machen uns jetzt los, ein paar Sachen noch erledigen und dann geht es auch schon zum Bahnhof. Was wir dort machen, erzählen wir euch gleich. Wir sind jetzt auf jeden Fall im Zug. Da es Luca nicht gut geht, mussten wir die Tour an der Stelle auf jeden Fall abbrechen. Und ja, Luca hat halt die ganzen Tage auch schon gehustet und war auch vorhin ganz blass. Ihm ist es auch was hochgekommen, müssen wir nicht mehr weiter beschreiben. Auf jeden Fall mussten wir an der Stelle dann abbrechen. Ich hätte noch weiterfahren können, aber habe an der Stelle dann gesagt, wir sind zusammen gestartet und beenden die Tour jetzt auch zusammen. Und somit würde ich sagen, sehen wir uns dann nachher nochmal zum Endfazit und zu den Sachen, die wir jetzt alle auf der Fahrt dabei hatten, dass ihr nochmal wirklich ein ganzes Layout seht. Und wir sagen auch nochmal, was wir nicht gebraucht haben. Aber das sind tatsächlich, glaube ich, nur zwei Sachen. Und ja, ich würde sagen, bis gleich. Herzlich willkommen hier wieder zurück zu Hause. Wie ihr seht, wir sind angekommen. Ich habe gestern Abend nicht mehr geschafft, das Video jetzt noch zu machen. Außerdem ist die Belichtung jetzt draußen auch besser. Und ihr seht jetzt nochmal, was wir wirklich alles dabei hatten und was kaputt gegangen ist und was wir das nächste Mal definitiv nicht mehr mitnehmen werden. Ich würde sagen, let's go. Das, was wir dabei hatten. Fangen wir an mit der Fahrradtasche. Ja, muss man nicht mehr zu sagen. Danach der große Rucksack, wo sich auch noch was ändert, wo unten mein Schlafsack drin war. Hier der Kameratechnik-Rucksack. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum Anziehsachen. Ich hatte die Revolution Race Hose an, die ich auch einmal sauber gemacht hatte. Als T-Shirt hatte ich dieses Olive-T-Shirt hier an. Und unter dem Oliven-T-Shirt hatte ich diese Skiunterwäsche an, die wir dann immer ausziehen könnten, wenn es zu warm wurde und wenn es wieder abends kälter wurde, es in die Abendstunden ging, haben wir es dann halt wieder angezogen. Je nachdem hatte ich auch diesen Fleece-Pulli an, den ich auch in der Weser schön gewaschen habe und mich danach mit dem Mikrofaserhandtuch hier abgetrocknet habe. Das hier ist ein Mikrofaserhandtuch, ist schön klein. Bella ist auch da. Für den Hals, da ich schon mit Halsschmerzen geschlafen habe und gestartet bin, oder wir gestartet sind, habe ich mir das mitgenommen, damit nicht der Hals noch kälter wird. Luca hatte, oder auch ich hatten beide noch ein Wechsel-Boxershirt dabei und auch ein Wechsel-T-Shirt. Ich hatte zusätzlich noch eine Sporthose, eine Jogginghose mit, um halt zum Beispiel, wenn es wärmer geworden ist, die anzuziehen oder halt, wo ich dann die Hose gewaschen habe, dass ich die dann halt anziehen kann in der Zeit, wo die dann halt hinten auf dem Rucksack trocknet, was dann auch genauso richtig gut geklappt hat. Und genauso auch mit den Strümpfen. Wir hatten jeder noch ein weiteres Paar Strümpfe mit, also zwei Unterwäsche, zweimal Boxershirt hatten wir jeder mit und zweimal Strümpfe hatten wir jeder mit, minus halt jeweils das eine, was wir anhatten. Und Luca hatte hier noch so dicke Wollsocken mit, da er manchmal kalte Füße bekommt im Schlafsack. Und er hatte auch die Skiunterwäsche mit. Das Langarmshirt hat er ein anderes an. Und ich würde sagen, wir kommen auch schon zu den Schutzsachen. Das hier sind die einfach ganz normale Handschuhe aus dem Baumarkt und Sonnenhüte vor der Sonnenschutz. Was wir uns auch ein bisschen geholt haben, ist Sonnenbrand. Wir sind schön braun geworden, aber die Hände sind schon ein bisschen rot. Das Gesicht ist so ein bisschen warm. Also auf jeden Fall ist beim nächsten Mal Sonnencreme mit dabei. Das steht auch schon auf der Liste. Kommen wir jetzt zu den Schlafsachen. Bei den Schlafsachen hatten wir die Elefantenhaut. Auf der habe ich meistens geschlafen. Über der Elefantenhaut lag dann der Biwaksack, der Caritia Biwaksack. Und im Biwaksack war dann die Isomatte. Unser Schlafsetup war bei beiden gleich, außer dass ich den Bundeswehr-Schlafsack dabei hatte und Luca seinen blauen Schlafsack hat und eine andere Isomatte hatte.
Was wir auch dabei hatten, aber was ihr gar nicht gesehen habt, ist das Bundeswehr-Tarp. Das hatten wir eigentlich dabei, falls es regnet oder wenn wir noch andere Sachen ausprobieren wollten. Haben wir aber im Endeffekt nicht gemacht. Aber es kommt wahrscheinlich beim nächsten Mal wieder mit. Vielleicht ein leichteres Tarp, da dieses jetzt hier mit 800 oder 900 Gramm ziemlich schwer ist. Ebenso die Elefantenhaut kommt beim nächsten Mal nicht nochmal mit, weil wir haben es extra mal ausprobiert. Es macht keinen Unterschied, ob man die Elefantenhaut noch unter den Biwaksack legt oder nicht. Der Biwaksack hält super trocken. Ich war auch bis zur Hälfte schon mit dem Biwaksack mal im Pool drin, um das einfach mal auszuprobieren. Ab wann wirklich Wasser reinkommt, beim Reißverschluss, also ab dem Bauchnabel dann bei mir oder ab der Brust, kam dann Wasser rein. Das liegt aber daran, dass der Reißverschluss vom Biwaksack nicht wasserdicht ist, aber auf jeden Fall, wo wir es mit einer Gießkanne drüber gegossen haben, war der komplett wasserdicht. Genau. Und da sind wir auch schon bei dem Fahrrad-Equipment oder Fahrrad-Reparatur-Set. Ich habe euch jetzt hier mal ein bisschen runtergeholt, um euch das zu zeigen, was wir als Fahrrad-Sachen mit hatten und Reparatursachen. Fangen wir an mit den E-Bike-Ladekabeln. Da hatten wir das hier in dieser Packung drin. Da sind beide E-Bike-Ladekabel drin. Zusätzlich hatten wir einen Ersatzreifen mit so einer Reparaturmilch drin. Und dann hatten wir als Flickzeug hier dieses Set mit diesem Lochfinder, der uns auch richtig gut geholfen hat, um die Luftmatratze zu flicken. Da hatten wir dann den Flicken hier genommen, das hat super gehalten. Über den Flicken hatten wir dann noch so ein bisschen von dem Kleber drüber gemacht, aber ich glaube, das wäre so gegangen. Als richtiges Werkzeug hatten wir um hinten den Reifen, also damit hätte man den Reifen abmachen können. Dann hatten wir hier verschiedene Maulschlüssel und auch hier. Und hier hatten wir noch Imbos von 8 bis 1,5. Hier noch Universalöl. Das geht echt für viele Sachen. Auto, Fahrräder, Motorrad und so weiter. Als Abwehr vor Tier und Mensch eigentlich so. Man weiß nie, was auf einen zukommt. Hatten wir hier dieses Abwehrspray dabei, was wir eigentlich fast immer mit dabei haben auf Touren. Um den Reifen nochmal nachzupumpen oder aufzupumpen, hatten wir hier diese echt kleine Luftpumpe, wo hinten der Schlauch reinkommt. Ich müsste jetzt selber gucken, da kommt er nicht rein. Denn hier. Als Versorgung mit Licht hatten wir unsere LED-Lenser-Taschenlampen mit. Die H7 und die bin ich mir jetzt gar nicht sicher, welche das ist. Also einmal die mit einem Akku und einmal die mit zwei. Und für die medizinische Versorgung oder Hygiene hatten wir, das sind meine Tabletten. Und in dieser Packung hier sind einmal Durchfalltabletten und noch Schmerztabletten drin. Dann habe ich hier noch mein Nasenspray, hatten wir dabei. Dann noch Durchfallmittel. Man weiß nie, was in dem Wasser ist. Oder bis jetzt kann man auch nicht so schwören auf den Wasserfilter. Ja. Was auf jeden Fall beim nächsten Mal nicht mehr mitkommt, ist der Rucksack. Der große. Dafür haben wir jetzt neue Fahrradtaschen gekauft. Das hier waren ja die alten. Und ich versuche euch das zu zeigen. Da seht ihr dieses Viereck. Da ist die rausgerissen. Und jetzt haben wir hier neue Fahrradtaschen und auch neue Seitentaschen. Hier ist jetzt zum Beispiel der blaue Schlafsack drin. Und auch die nächste Tour fahren wir auch ohne Rucksack. Das steht auf jeden Fall schon fest. Und ja, die nächste Tour ist in Planung. Nämlich geht die Tour die ganze Weser runter. Also das war jetzt ja nur die Vorbereitungstour, sag ich mal.
Und die nächste Tour geht dann wirklich von dem Weserstein bis zum Bremerhaven, also wirklich, wo die Weser ins Meer dann fließt. Und genau, ich würde sagen, bis dahin, liken und abonnieren, damit ihr das nächste Fahrradtour-Video nicht verpasst. Und schaut euch gerne die Fahrradtour an, falls ihr dieses Video jetzt hier seht. Links sind unten in der Videobeschreibung. Ciao, ciao.